Kapitel 60 Ein vergangenes Leben. Die Sonne schwand langsam hinter dem Horizont. Die Kräfte waren bereits verschwunden. Und doch gab es keine Zeit zu verschwenden. Das Duo, nach welchem Kell oder er, der Autor, verlangt hatte, reiste von Crowning aus sofort ab, auf direktem Weg nach Norden. Am Eisberg vorbei und vielleicht ein paar Tagesreisen weiter. Dort sollte die Begegnung stattfinden. Und vielleicht sollten auch endlich die letzten verbleibenden Fragen geklärt werden. So sehr der Körper der Leiterin Team Polana Watras nach Erholung lechzte. Noch konnten einige Kilometer zurückgelegt werden, bevor die Nacht einbrach. All diese Entschlossenheit galt auch für Mashedo, obwohl selbst dieser Zeichen von Erschöpfung aufzeigte. Etwas, was er zuvor nie getan hatte. Doch zumindest, dies wussten die beiden Geschwister, würden die nächsten Tage erholsamer werden. Bis sie diesen Verstand der Welt erreichten, würde nichts als purer Laufweg geschehen, was zwischen Kämpfen um Leben und Tod durchaus eine Entspannung war. Und auch war die Zeit dieses Weges dringend nötig. Es gab so vieles, was Aurora mit ihrem Teampartner besprechen musste, nach den Offenbarungen des heutigen Tages. Und doch, für ein Gespräch diesen Ausmaßes war wirklich nicht mehr genügend Energie noch an diesem Tag vorhanden. Und relativ schnell, als die Sonne gerade das Sichtfeld des Duos verlassen hatte, entschieden auch sie sich endlich zu rasten. Zumindest physisch. Sofort durchsuchte Mashedo seinen Beutel, in welchen er am selben Morgen nahezu nichts gepackt hatte. Genug für einen Tag in der Arena halt. Sie mussten sich um Verpflegung kümmern. Doch bevor er dieses Thema überhaupt ansprechen konnte, war Aurora bereits eingeschlafen, nahezu sofort, als sie sich hinlegte. Dementsprechend entschied der Geist sich kurz, auch einen Blick in ihren Beutel zu werfen, ohne große Hoffnung fündig zu werden. Umso überraschter war er, einen ganzen Vorrat an Nahrung und Wasser vorzufinden, beinahe als hätte Aurora eine derartige Reise von vornherein geplant gehabt, was Mashedo jedoch wagte zu bezweifeln. Hatte sie vielleicht gehofft, dass das Team die Plot Armor gewinnt und sofort auf die Suche nach Epsilon gehen würde? Es waren alles nur Vermutungen, doch für eine genaue Antwort müsste er noch bis zum nächsten Morgen warten, wenn Aurora wieder erwacht wäre. Letztlich war es aber auch nicht wichtig. Was zählte war, dass die Reise vorbereitet war und nichts mehr vor dem Ende im Weg stand. Auch wenn Mashedo sich auch fragte, was genau wartete dort. Der nächste Morgen brach an. Allerdings bemerkten weder Aurora noch Mashedo dies, da beide bis zum Mittag durchschliefen. Da Kell ihnen jedoch kein Zeitlimit mit auf den Weg gegeben hatte, würde es wohl nicht allzu schlimm sein. Also, machen wir uns auf die Suche nach einer Nahrungsquelle? Diese Frage bestätigte bereits, was sich Polar schon gedacht hatte. Aurora hatte selber keine Ahnung von ihren Vorräten. Sieh mal in deinem Beutel. Verwundert folgte die Plotkriegerin der Anweisung und wurde mit demselben Bild überrascht, welches Mashedo bereits vom Vorabend kannte. Hast du das alles eingepackt, aber woher? Nein, das war ich nicht. Ich habe es gestern Abend nur mitbekommen. Vermutlich will der Autor keine großen Verzögerungen. Dies wird wohl sein Werk sein. Kurz zögerte Aurora, doch nahm die Antwort letztlich an. Naja, egal was es ist, letztlich hilft es uns nur. Also gibt es keinen Grund, sich zu beschweren. Die Reise ging weiter, in Richtung des Eisberges, auf welchem Aurora sich entwickelt hatte. Und Epsilon zum ersten Mal im Kampf gegenüberstand. Und wo sie den zweiten Teil der Plot-Armor gefunden hatte. Und der Ort, an welchem Mashedo zum ersten Mal wirklich seine Vergangenheit realisierte. Dort war es. Verwirrt reagierte Aurora auf diese kontextlose Aussage. Wo war was? Wovon redest du? Du wolltest noch mit mir über die Vergangenheit reden, nicht? Am Eisberg. Nachdem wir dort Darkrai bekämpft hatten. Als ich die Plot Armor geholt hatte und dich und Kell dort erblickte. Dies war der Moment, an dem ich mir sicher war, wer ich im letzten Leben war. Schon so lange und du wolltest es mir wirklich noch mitteilen? Beinahe beleidigt antwortete Mashedo. Natürlich.
Es gäbe keinen Grund für mich, es ewig geheim zu halten. Allerdings, du hattest ja schon auf die Offenbarung deines ersten Todes nicht sonderlich offen reagiert. Ich wollte nicht, dass du mir nicht glaubst und dann alles zerfällt. Das heißt aber auch, dass Epsilon es vor dir selber geheim gehalten hat, als du noch zu ihren Kämpfern gehört hast. Ein kurzes Nicken folgte. Ich hatte keine Ahnung, dass sie nur im Ansatz etwas ahnte. Aber es ergibt schon Sinn, jetzt wo wir wirklich die Hintergründe kennen. Auch Aurora stimmte zu. Gerade sie. Weißt du, heute Morgen dachte ich noch, dass ich alle Familie verloren hätte, die ich je hatte. Und dann auf einmal an der Seite meines wiedergeborenen Bruders gegen meine Mutter kämpfen? Lange habe ich nicht mehr so sehr am Plot gezweifelt. Verständnislos drehte Marcello sich zu seiner Schwester. Warum würdest du denn gerade in so einem Moment zweifeln? Ist es nicht eine Art Wunder des Plots? Es wirkt eher wie eine Fallade. Epsilon sagte ja schon selber, dass für den Autor das Ganze ja eine Art Spiel ist. Und als ich das dann gesehen habe, es hat so logisch gewirkt. Wie sollten aus reinem Zufall gerade wir drei, Epsilon, du und ich, so direkt an diesem Kampf beteiligt sein? Es gibt zehntausende Pokémon auf Birele und gerade wir drei waren alle dabei. Es ist wie ein schlechtes Familiendrama, aufgesetzt von einem Regisseur, dem Autor. Zum ersten Mal überlegte auch Marcello, ob an diesen Worten nicht etwas Wahres dran sein könnte. In diesem Leben war er nie weiter vom Plot fortgerückt als in seinem letzten. Im Gegenteil. Er sah alleine den Plot als die Macht, die ihm letztlich eine zweite Chance gab, Aurora zu helfen. Nun, egal ob der Autor es nun speziell plante oder nicht. Ich bin doch froh, dass du letztlich zum Plot gefunden hast. Kurz erinnerte das Vulnona sich zurück. Ja, damals war es für mich einfach so unverständlich. Du hast versucht, mir die Botschaft zu übermitteln, aber ich habe es ignoriert. Der Plot war mir damals nicht greifbar, weil ich zu sorglos war, um zu verstehen, dass man eine Stütze wie ihn brauchen kann. Kurz verstummte Marcello erneut, bevor er für sich selber einen Schluss zog. Genauso sah ich es schon immer. Und seit meiner Rückkehr mehr als je zuvor. Deswegen bin ich auch entschlossen. Egal, was wir an diesem Ort fortfinden, ich werde den Plot niemals aufgeben können. Denn selbst wenn dieser Autor wirklich ist, wie Epsilon ihn beschreibt, dann ist auch er nur ein Wesen. Wenn auch ein Wesen mit viel Macht. Der Plot bleibt immer eine Stütze, auch wenn jemand mit Macht gegen ihn steuert. Diesen Worten hatte Aurora nichts hinzuzufügen, weshalb wieder Stille einkehrte. Bis Marcello einen doch sehr offensichtlichen Einfall hatte. Sag, Aurora, wollen wir vielleicht per Schattenreise reisen? Ich würde vielleicht nicht den ganzen Weg schaffen, aber ein oder zwei Tage sparen wir uns bestimmt, wenn ich mich anstrenge. Ehrlich gesagt hatte es Vulnona diese Fähigkeit bereits verdrängt. Doch letztlich war sie tatsächlich auch nicht angetan von der Idee. Weißt du, wir haben keine Idee, was uns erwartet, nicht? Ich denke, wir können die Ruhe gut nutzen. Gerade aufgrund der Anstrengung, welche letztlich doch hinter einem solchen Transport steckte, war auch Marcello nicht unzufrieden mit ihrer Antwort und akzeptierte es. Und so ging die Reise weiter. Vorbei am Eisberg, in unbekannte Fernen. Die Sonne stieg und sank. Viele Male. Immer näher kam ein Gefühl von Druck und Sorge. Eine Unsicherheit in der Ferne und doch erreichbar. Der Verstand der Welt war kein normaler Ort, dies spürte das Duo bereits. Und bald würden sie ihn erreichen. An einem weiteren Abend entflammte ein Lagerfeuer und die beiden Geschwister rasteten. Wieder einmal lagen viele Kilometer hinter ihnen. Und wieder war Marcello nach einem kleinen Gespräch zumute. Sag mal, Aurora, du hast immer davon geträumt, in der Liga zu kämpfen. Jetzt mit Team Polana Vatra. War es eigentlich so, wie du dir vorgestellt hattest? Immerhin hast du jetzt die Spitze gesehen und standest im Duell um den Titel. So viel Zeit schien bereits vergangen zu sein, seitdem all dies begonnen hatte und seit dem ersten Treffen mit Kel, dem Startschuss dieser großen Reise. Also, es war ehrlich gesagt weniger Arbeit als gedacht, aber vermutlich nur, weil alles außerhalb des Liga-Lebens so viel anstrengender war. Zudem hatte ich einfach Glück, viele starke Kämpfer versammeln zu können.
Gerade Pokémon wie Zeraora und Monagoras, die eigentlich nicht unbedingt Freunde waren. Aber ich muss sagen, hätte ich bei der Gründung des Teams gesagt, dass ich die Gruppe alleine leiten würde und Kel nur ein normaler Kämpfer wäre, ich glaube, das hätte ich nicht durchgehalten. Wieder fehlte Marshadow etwas das Verständnis. Letztlich hast du doch jede Leitungsaufgabe übernommen. Wer hat Kel dir dies denn so erleichtert? Aurora schien selber für einen Moment die Antwort zu suchen. Ja, irgendwie habe ich das, aber alleine das Wissen, dass er sich immer einschalten könnte. Und auch die reine Repräsentation. Zum Beispiel am Anfang der Saison, als Olanga uns zur Wette aufgefordert hat. Hätte ich diesem Kerl alleine gegenüber gestanden, ich weiß wirklich nicht, wie ich es geschafft hätte. Die Mentalität des Ganzen, wenn ich alleine an der Teamspitze stünde, dann würde sich jede Niederlage vor Zuschauern so viel schlimmer anfühlen. Egal wie sehr es nun zutrifft. Jedes Mal würde ich mich fühlen, als würden sie alle nur mein Versagen in einer Niederlage sehen. Der bloße Fakt, dass ich diese Bürde teilen konnte, war es, was die Reise so viel einfacher gemacht hat. Marshadow glaubte auch eine tiefere Bedeutung in ihren Worten zu sehen und blickte amüsiert zu ihr. Es lag aber auch etwas an dem Pokémon in der Rolle, nicht? Aurora selber war jedoch etwas unverständlicher. Wie meinst du das? Du kannst ehrlich zu mir sein. Du magst Kel, nicht? Mehr als ein Freund? Die leicht rote Färbung, welche das Gesicht seiner Schwester bekam, war für den Geist Antwort genug. Doch tatsächlich war Aurora bereit, mehr zu erzählen, als er selber geglaubt hatte. Ja, ich versuche gar nicht, das zu verheimlichen. Von dir zumindest, auch wenn ich es vor Kel habe. Du hast Angst, abgelehnt zu werden. Das ist normal. Nein, weißt du, es ist schwierig. Kel hat mir seine Gefühle schon vor dem ersten Spieltag der Saison gestanden, aber ich meine nicht. Verwirrt richtete Marshadow sich auf. Was, aber warum nicht? Aus Angst. Nicht aus Angst, dass er mich ablehnen würde, aber aus Angst, dass ich mir selber nicht vertrauen könnte. Was, wenn ich mich in eine Beziehung stürzen würde, die von vornherein nur scheitern könnte, oder? Wenn ihm oder mir etwas zustößt in diesem Krieg. Ich, genau wie du vorhattest, mir nach dem Krieg die Wahrheit über deine Vergangenheit zu sagen. Wollte ich Kel nach dem Krieg die Wahrheit sagen. Ich habe mir einfach gedacht, wenn wir nicht alle das Ende sehen, dann würde es einfacher werden. Ich hatte einfach Angst vor dem Schmerz, der sein könnte. Beinahe über ihre eigene Ehrlichkeit überrascht, wartete Aurora nun auf eine Reaktion. Doch es kam für eine Weile nichts. Beinahe vermutete sie, dass Marshadow sich enthalten würde. Doch er begann nach rund einer Minute wieder zu sprechen. Weißt du, letztlich ist alles deine Entscheidung. Und nichts, in das ich mich einmischen sollte. Doch wenn du einen Rat von mir hören möchtest, auch wenn es vielleicht zu spät dafür ist, hier wo wir nun stehen, denk lieber einmal darüber nach. Würdest du dich besser fühlen, wenn du Kel im Krieg verlierst, ohne ihm je die Wahrheit gesagt zu haben? Aber das ist ein sehr negativer Ansatz. Deswegen sehen wir es anders, ja? Morgen sagst du es ihm. Wenn wir den Autor getroffen haben und den Frieden hergestellt haben. Und so wie ich ihn erlebt habe. Und auch dich seit meiner Wiederkehr. Ich bin mir sicher, es würde alles gut gehen. Etwas nostalgisch blickte Aurora zu ihrer Rechten. Eine riesige Bergkette erstreckte sich. Nur wenige Kilometer entfernt. Hinter ihr lag das Ende. Und Auroras Partner Kel. Am nächsten Tag würde sich alles entscheiden. Die Zukunft lag nun zu Füßen eines einsamen Vulnona und ihres verstorbenen Bruders.